Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Der Ball rollt wieder in den Amateurligen, auch in der Sachsenliga. Der VfL Pirna Kopitz wird in dieser Spielzeit nichts mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun haben. Der Kader wurde nur punktuell verändert, neu aber ist die Nummer 1 im Tor. Oliver Arendt, der Wintertransfer aus der vergangenen Saison, hat sich im internen Dreikampf durchgesetzt. Donnerstag nach dem Abschlusstraining hat der Trainer uns drei zur Seite genommen, hat die Entscheidung verkündet. Und seitdem wussten wir das. Bis dahin haben wir uns gepusht, geärgert, getriezt im Training. Und ich denke, so geht's weiter. Wir sind ein super Trio. Oliver Arendt, der 25-jährige Schlussmann, heizte schon im Frühjahr das Torhüterduell mit Pierre Schiller an. Eine Verletzung warf ihn zurück. Jetzt aber bekommt der Schlussmann seine Chance. Ja, Oli, seine Stärken sind halt seine Größe bei Eckbällen, bei Flanken, dass er rauskommt, dass er die Bälle abfängt. Das ist halt seine große Stärke. Im ersten Punktspiel bekommen es die Kopitzer mit dem SSV Markranstädt zu tun. Der Tabellendritte der Vorsaison musste viele Abgänge kompensieren. Überhaupt ist ein erster Spieltag immer eine Wundertüte. Auch bei den Kopitzern fehlen viele Spieler. Urlaub, Krankheit, Verletzungen. Keiner weiß so recht, wo das Team gerade steht. Wir haben halt viel trainiert, viele Spiele gehabt in der Vorbereitung mit unterschiedlichen Ergebnissen, auch mit unterschiedlichen Leistungen, was ganz normal ist in der Vorbereitung. Die erste Halbzeit ist so ein typisches Reinkommensspiel, wenig Aktionen auf beiden Seiten. Wobei in Spielminute 10 hat Jakob Funken das 1:0 auf dem Fuß. Robin Klenzel verliert den Ball, doch Funken gehen die Lichter aus. Solch einen Ball macht der Duracell-Hase vom VfL eigentlich im Schlaf, nur eben nicht am ersten Spieltag. Oliver Arendt im VfL-Gehäuse wird im ersten Spielabschnitt einmal geprüft. Dafür aber richtig. Lukas Friedrich aus Nahdistanz, die Bewegung stimmt, guter Einstand für den Kopitzer Schlussmann. Ja, für den Torhüter ist es immer gut, wenn man den ersten gleich hält für Selbstvertrauen. Das pusht dann noch mal ein bisschen für die nachfolgenden Aktionen. Von daher bin ich ja glücklich, dass ich den gehabt habe. Wenn er den ein bisschen weiter in die Ecke setzt, weiß ich nicht, ob ich da noch rankomme. Von daher gut gelaufen für mich. Und gut gelaufen für den VfL. 0:0 steht es zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel sehen gut 100 Zuschauer mutige Gastgeber. Kopitz jetzt mit mehr Offensivdrang. Und Philipp Finn, Thomas Liebing weiß, wo das Tor steht. 1:0 für die Hausherrin. Der Spieler mit dem XXL-Vornamen macht die erste Bude in der Saison. Kopitz bleibt auf dem Gaspedal. Beste Unterhaltung bei bestem Wetter. Das freut auch Co-Trainer Michael Legler. Er darf Jens Wagner ersetzen. Der VfL-Coach macht Urlaub. Kann er auch, denn seine Jungs haben alles im Griff. 61. Spielminute. Der Freistoß von Kapitän Henschel wird länger und länger und findet Florian Klöß am langen Pfosten. 2:0. Jubel und Sorge in einem. Klöß, der mit dem Knie immer wieder Probleme hat, bleibt liegen. Eine Schrecksekunde auch für den VfL-Kapitän. Eine große, konnte man auch gleich am Rufen merken, dass ich gleich selber hier reinkommen soll, weil er defensiv sehr wichtig für uns ist. Und deswegen war der Schreck schon groß, als er sagt, dass es wie das Knie war, aber zum Glück nichts Ernsteres. Für Klöß ging es also weiter. Wäre auch doof, wenn er die VfL-Party hätte verpassen müssen, denn an diesem Nachmittag läuft es einfach. Der Markranstädter Roman Noguera liefert sich ein Privatduell mit Jakob Funken. Für seine zweite unsportliche Aktion sieht er sein zweites Gelb. In Summe macht das Gelb rot und gibt zudem einen Foulstrafstoß für Pirna. Florian Kerger verwandelt sicher und macht 20 Minuten vor Schluss alles klar. Für Oliver Arendt war es ein ruhiger Nachmittag. Kein einziger Ball kam im zweiten Durchgang auf sein Tor. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass 11 Mann verteidigt haben und 11 Mann angegriffen haben. Und so ist Fußball, wenn du zusammen verteidigst, da kriegt der Gegner wenig Chancen. Und wenn du zusammen angreifst, da schießt du auch viele Tore. In der Nachspielzeit durfte der eingewechselte Oskar Eickstedt auch noch ins Schwarze treffen. Der VfL Pirna Kopitz gewinnt gegen Markranstädt überraschend deutlich mit 4:0. Saisonstart geglückt. Was mich sehr positiv freut, ist in der zweiten Halbzeit, wie wir gegen den Ball gearbeitet haben. Da war ich ja nahezu beschäftigungslos. Die Verteidiger im Mittelfeld, auch die Stürmer, gut gearbeitet. Im Prinzip alles vorher schon aufgefressen, was hätte Richtung Tor gehen können. Für Pirnas neue Nummer 1 gab es die Belohnung vom Sohnemann. Nächste Woche geht's zu Borea Dresden.
Der Aufstiegsfavorit aus dem Jägerpark ist ganz sicher ein anderes Kaliber. Der Ex-Kobitzer Oskar Haustein hat für die Dresdner gleich im ersten Spiel getroffen. Doch gegen Aufsteiger Tapfer Leipzig gab es für Borea nur ein 2:2. Kopitz tut also gut daran, die Rolle des Favoritenschrecks beizubehalten. Bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.